Hallo zusammen, willkommen zurück bei «Gesund unterwegs» mit der Muschinga und mir. Heute sind wir zu Besuch in Bern bei einem Mental Coach, der uns mehr über einfache Meditationsübungen für den Alltag erzählt. Und er verratet euch auch noch unsere kleinen Meditationsrituale vor einem Wettkampf. Hallo miteinander, sitzt doch bitte gerade ab. Mein Name ist Sandra Bittel. Ich arbeite ganz viel mit Menschen, die das Gefühl haben, dass die Welt um sie herum viel zu schnell dreht und sie gar nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen. Was machst du genau in deinem Job? Durch Atemübungen und Meditationen helfe ich den Menschen, ruhiger zu werden. Das heisst, sich ganz auf sich selber zu fokussieren und bei sich zu sein und das mit allen Sinnen. Das führt zu mehr Gelassenheit, man kann ruhiger durch das Leben gehen und ist weniger gehetzt. Für wen eignet sich so ein Training? Also grundsätzlich ist das für alle. Jeder, der das Gefühl hat, ich will etwas mehr zu mir kommen, ich will mir etwas Gutes tun, ich will gesunder und entspannter durchs Leben gehen, für den ist so ein Training geeignet. Gibt es etwas speziell für Sportler in dieser Richtung? Ja, also das Ganze, sich fokussieren und konzentrieren, ist natürlich enorm wichtig im Sport. Und die Atemübungen, die es wirklich dazu anleitet, und zu sich selber zu kommen, sich mit sich selber auseinandersetzen, sind da sicher wahnsinnig hilfreich. Cool, das ist spannend. Ich schlage vor, wir probieren doch das gerade mal aus. Dann könnt ihr selber erleben, wie das tut. Und wir starten mit einer kleinen 1-Minute-Meditation. Also Muschinga, am besten sitzt du jetzt bequem da. Ja, ist gut. Schön aufrechten Oberkörper. Und jetzt suchst du einen Punkt, wo du gut kannst fokussieren kannst. Zum Beispiel die Flamme der Kerze. Und jetzt bitte dich einfach immer durch die Nase ganz tief einzuschnüffeln. Zu spüren, wie der Atem deinen Brustkorb öffnet. Und wie der Atem wieder durch die Nase aus dem Körper ausströmt. Wow, es tut ja schon gut, wenn man so langsam ruhig ist. Genau um das geht's. Du bist jetzt ganz bei dir gewesen, im Hier und Jetzt. Und das hilft, dass du deinen Körper und deine Emotionen bewusst wahrnehmen kannst. Ja, das war sehr angenehm gewesen. So kriegen wir jetzt noch eine Stufe weiter. Jetzt nehmen wir ein Mantra dazu. Was? Ein Mantra ist ein Wort oder ein Satz, der dich motiviert, der dir hilft, negative Emotionen auf die Seite zu lassen und dir Kraft gibt. Also am besten sitzt du ganz bequem da, schnüffst steif durch und überlegst dir einen Satz, der dir gut tut. Hast du so einen Satz bei dir? Ja, ja. Ganz wichtig, dass du noch positiv formulierst. Und jetzt geht es darum, dass du die Augen schliessest. Dich ganz auf deine Atmung konzentrierst und der Satz immer wieder ganz leislich vor dich hin murmelst. Die lege ich auf den Rücken. 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 Danke, Krigo. Schön, hast du dich darauf eingeladen. Merci. Das ist jetzt so ein Mantra, das ihr euch im Alltag, wenn mal eine Situation ist, wenn so der extra Kick an Energie oder Motivation brauchst, soll weiterhelfen. Ihr beide habt das gemacht wie richtige Profis. Muschinga, wie war es für dich? Sehr angenehm. Also ich finde es wirklich schön, wie etwas zu machen, wo man wie nur bei sich ist und probiert, so ein bisschen Gedanken so ein bisschen leer zu machen. Das ist wirklich etwas, was ich vielleicht ein bisschen häufiger machen könnte. Und bei dir, Krigo, wie hast du es erlebt? Ja, auch sehr gut, sehr entspannt. Natürlich halt mit dem quasi Mantra, das bei mir extrem auf den Sport bezogen war. Es kam immer noch so ein Name dazu. Ja, aber es hat sich gut angefühlt. Was hast du so für Ritual vor einem Wettkampf, das du machst? Ja, jetzt Ritual. Also sicher nicht irgendetwas so Ruhiges. Aber sicher so das ganze Apparat machen. Also sobald ich weiss, okay, gut, ich gehe eine Stunde los, ich fahre mich einfach die Sachen rausnehmen, mache meine Haare, meine Schminke. Das ist so ein für mich ist so ein bisschen das Ritual, also zur Musik, ich freue mich auf den Wettkampf, das ist so ein bisschen das. Und dann, vor dem Start, dort fokussiere ich mich manchmal auch ein bisschen auf einen Punkt, wo ich probiere, einfach den Kopf leer zu haben. Und bei dir? Du musst dich 6-mal vorbereiten in der Regel an einem Schwingfest. Und dort machst du es eigentlich immer ein bisschen gleich. Du hast Gegner, dann schmiedest du einen Plan, schmieden, dann machst du einen Plan B, wenn der Plan A nicht funktioniert. Und nachher, wenn du auf dem Schwingplatz bist, hast du deine Möchterli, eben, legst die Hosen an. Und dann habe ich noch so ein Öl, das ich mir immer
einen Tropf auf die Zunge tun, in die Nase, dass man etwas besser Luft bekommt. Dann gehst du zum Brunnen, wo dort gehst du das Ganze rein, stören. Und dann gehst du in Platz, nimmst ein bisschen Sack in die Finger und dann gehst du in Gang und probierst das Ganze dann dort drin umzusetzen. Ich sehe, EBL hat es ganz viel mit mentaler Power zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Merci vielmals, Sandra, für die spannenden Einblicke. Weitere spannende Facts findet ihr natürlich im Blogartikel unter diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Ciao zusammen. Tschüss. Die lege ich noch verrücken. Die lege ich noch verrücken. Und die lege ich noch verrücken.